Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück beim Rennen von Belgien mit dabei der Virus. Jawohl, ja, auf los geht's los, ey, im Rennen. Ja, geil, wir freuen uns. Ach du Scheiße. Wir freuen uns, hat er nicht gesagt. 11 Runden, kein Boxenstopp. Kann das denn noch besser werden? Weiß ich nicht. Wir Na, schauen jetzt mal. habe ich mein Benzingemisch nicht umgestellt. Wir schauen mal, was der Start uns. Ach Scheiße, wir starten auch noch innen. Ah, guck mal, der Hemmel. Ah, der hat ja aber so einen guten Start jetzt gerade gehabt. Was ist mit dem passiert? Oh, bremsen, bremsen, Virus, bremsen, Oh, bremsen. oh, oh. Das war ein starker Oh, Daniel, war denn. Da ah, bin ich den Hemmel, rausgekommen. ja, den Hemmel gerade weggedrückt hat da. Ich hab, bei mir war nichts. Ja, du hast ein bisschen leicht drüber, damit er nicht an dir vorbeizieht. Das hast du gut gemacht. Ja, ich musste ja rüber. An der Wand bringt mir das ja nichts. Oh, ey, ich hab grad einen Puls von 360, ey. Der will dich überholen rechts. Ja, fahr du mal lieber. Ich kann nicht. Bei dem Regen ist das hier wie auf Schmierseife. Oh ja, ich hab hier rot, ich komm gar nicht rum. Problem ist, ich darf auch nicht hinter dir herfahren, sonst sehe ich nichts. Wie können die hier zeigen, die hier grün an? Das schafft man gar nicht, ey. Ha? Wo willst du denn nicht nach innen reinziehen? Oh, 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 oh. Von dir zuzugucken, das ist ja Katastrophe. Oi, 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 oi. Ja, ich brauche einen Regenschirm. Da hast du mal gemerkt, dass er leicht den Arsch weggezogen an der Kurve da. Wo du mit Topspeed durch kannst. Naja. Oh. Nee, Fabius, gib Gas. Kein Bock, dass die uns da gleich am Arsch hängen. Oh, jetzt macht er den Ausritt. Wo ist er denn da? Jo. Die Kurve, die ist echt tricky, du. Oh, oh. Oh, oh. Zu schnell, Daniel, da warst du. Nein, 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 nein. Eindeutig zu schnell gewesen. Komm auf die Straße zurück. Oh. Ui, 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 ja. Jetzt hab ich den Hemmel nicht damit. Mama. Ja, pass auf. Auf der Geraden will der dich. Das ist mir. Alter, ist das hier ein Ge. Ui, ui, ui. Der hat aber voll diese Kurve da, wo du so durchgezogen hast, ne? Bei mir ist der voll ausgebrochen. Ich hatte Glück, dass ich den gerade noch fangen konnte. Ja, bei mir ist in dieser Kurve jetzt ausgebrochen, leider. Oh. Aserbaidschan, ich will die Runde nochmal fahren. Die ist ja im Vergleich. Also zu dem Regen ist diese hier schlimmer, irgendwie. Also. Ja, bei der hier liegt das hier wahrscheinlich wegen diesem Rauf- und Runterfahren. Naja. Und wenn die Curves, die liegen auch ganz irgendwie anders. Ey, das ist irgendwie. Oh, ja. Oh, Porno-Ralle. Ich fahre etwas langsamer, da komme ich auch an. Muss ich so hetzen wie du da vorne? Das schaffe ich sowieso nicht. Ich hetze ja nicht mal. Oh, ja, nein, 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 no, 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 no. Pass nur auf den Hamilton auf. Ja, der ist direkt hinter mir, ja. Was regelt Pietz mit anfassen? Wow, wow, wow. Okay, beim nächsten Mal, bei der Kurve, vorhin habe ich die noch geschafft. Oh, okay, lala. Jetzt ist aber eng bei dir. ja, hier, ich mache mal extra schon langsam, damit die mir nicht auf die Pelle nudeln hier. Alter, wie weit man hier bei Regen runter muss. Das ist gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten.
Ja, sag doch gleich, das Rennen besteht komplett aus Rennen. 10 Minuten Regen. Wetterbericht. Oh, das war gut. Oh. Ja, genau. Radar zeigt wolkenlosen Himmel bis hierher. Ja, ja, klar. Was haben die denn für ein Radar? Kommt doch aus Timbuktu-Land oder was, ey? Keine Ahnung. Jeff hat irgendwas genommen. Jeff, hör auf zu rauchen. Komm, warum? Aber die Mischung von den Intermediates muss echt gut sein, dafür, dass man da 11 Runden durchfahren kann. Ja. Obwohl ich glaube, zum Ende hin wird es schwer mit den Dingern. Ja, das ist aber eine Beanspruchung hier, Ah, Brems! Oh, hui! Und das war knapp, Alter! Virus stirbt 1000 Tode. Irgendeiner hat so eine Voodoo-Puppe auf mich gehetzt, ey. Der hat ein Virus. Ja, das habe ich mir jetzt gemerkt. Vom Gas runter und da wieder drauf. Schön, 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 schön. Das war schön. Oh, geil, Virus. Oh. Komm, gib Stoff, Mensch, Murat! Zieh durch, Jessen! 5,9 Sekunden, alles klar. Ich wollte gerade schon sagen, freue ich mich schon auf den Boxenstopp, aber Momentchen mal, da war doch was. Ja, er hat's gemerkt, sehr schön. Oh, so langsam tue ich mir aber auch gut absetzen, ja. Ja, wenn man dann einmal weiß, wie man... Oi, oi, oi. Na. So, 5 Stück haben wir schon mal. Ja, da zieht sich ganz schön hin, die Strecke hier, ey. Ja, weil die so lang ist, ne? Ja, die zieht sich ganz schön.
Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, komm rum. Oh, ich hoffe, die Reifen halten wirklich so lange, wie die das sagen. Ja, müssten aber. Ah, guck mal. Für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Der Hamilton ist in die Boxengasse? Sieht das so aus? Ja, jemand ist reingefahren, ja. Ja, der Verstappen ist jetzt Dritter. Ja, geil. Ob das gut ist, ist eine andere Sache, weil ich überlege mir gerade, warum machen die das? Ja, wahrscheinlich die falschen Reifen. Aha. Also haben sie das bei dir auch gesagt, dass die Strecke bald wieder trocken sein wird? Nein! WTF, okay. Ja, Gut, man kann Jeff sowieso nicht alles glauben. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Ja, immer! Er sagt, er soll die Reifen nicht abfahren. Was mache ich denn hier? Ja, dazu mir auch gesagt. Weil es bald wieder trockener wird auch. Er soll Schnabel halten. Oh. Wetterbericht. Der Regen sollte jeden Moment vorbei sein, sagt er. Wenn das stimmt, fresse ich ihn Besen. Wetterbericht. Der Regen sollte jeden Moment aufhören. Ja, genau. Ja gut, wenn das stimmt, wäre es geil, aber... Ja, wahrscheinlich hat Hamilton deswegen ja schon in die Boxengasse, hä? Aber ja, der wird, jetzt soll nicht, das so früh. Ich wollte gerade sagen, Strecke ist noch nass, kannst du nicht bringen. Ich würde ja mich mega ärgern, wenn der sagt, der hat doch ein anderes Wetter als wir, ey. Was haut der dann auch nicht hin, oh? Ja, Jeff sagt, wir bleiben erstmal noch bei denen, dann machen wir das auch. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt. Wenn der Hamilton jetzt schon gewechselt hätte, das wäre ja wahnsinnig. Vielleicht hat er was kaputt gehabt oder so. Aber da fährt noch jemand an die Box, sehe ich gerade. Oder? Ne, der sieht nur so aus. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 25,2 Sekunden. Da sind zwei in der Box. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, komm rum. Ja. Boah, Schwein gehabt, Daniel. Nice gerettet. Was hast du gemacht? Hast du einen leichten Dreher gehabt? Ja, der brach auf einmal aus einfach. Also auf dem Regen wahrscheinlich ein bisschen zu schnell gewesen. Aber die Reifen, die sind echt gut, was Dings angeht.
Nein! Boxenstopp in dieser Runde bitte. Wir geben dir ein paar neue Reifen und wechseln auf eine andere Strategie. Nein, ja, ganz oh, was ist? Kann man da nicht mehr mit. Oh. Komm rum. Zeitstrafe 3 Sekunden. Ficken! Der Frontflügel ist. Was? 30? 3! Mann, hör doch zu! Ja, du hast das gerade so komisch gesagt. Ah, bremst doch, du Lauch. Ich fahr doch jetzt in deine Box, du hast wohl Schmerz im Hintern. Sieht so aus, als hättest du die nee, lohnt sich nicht mehr. Nicht eingehalten. Wir haben gerade 3 Strafsekunden erhalten. Ja, ich weiß, die 3 Strafsekunden. Mann, was kann ich denn dafür? Passiert das halt. Aber Vorsprung hast du ja genug. Neue Reifen, neuen Spoiler. Dafür sollte ich jetzt reinfahren. Da wäre dann aber... Für den zweiten Platz aber nichts mehr gewesen. Nee, nee. Ah, jetzt komm rum. Oh, vorne links rot, Alter. Ja, da musst du jetzt halt ein bisschen kämpfen. Das war die eine Kurve, wo du so durchgezogen bist. Das wollte ich dann auch versuchen. Und ja, da war der mal rechts, aber links und dann tutsch. Oh. Ich so, wie macht der das? Das ist mir egal, Jeff. Hauptsache, ich komme noch ins Ziel. Jo. Und wenn du jetzt nicht unbedingt so Monster langsam wirst, kriegen wir... Oh, die komm doch rum! Ja, vorne links rot. Ich krieg keine gescheite Linkskurve mehr hin. Boah, dreht mich das weit nach außen. Heilige Halbmut. Ja, ich hab vorne auch einen hinüber, aber... Das wird pro... Dingens wird die Rundenzeit ganz schön dezimiert, was der Scheiß, ey. Nicht mal die Kurve schaffe ich hier. Mein Fall schwimmt davon. Noch hast du ja Platz. Das dürfte auch innerhalb von 2-3 Runden nicht weg sein, normalerweise. Oh, ich krieg, Alter, boah. 2 Runden wirst du ja wohl noch durchhalten. Jo, Tatsache hat aufgehört zu rechnen. Nein, hoffentlich bleibt die Strecke noch nass genug. Weil ich wechsle jetzt bestimmt nicht meine Reifen noch. Rems, halt an! Mit den Reifen zu Ende, mir doch egal. Sollte es auch. Ja, nur wenn es richtig trocken wird, dann sind die Reifen wie Schmierseife. Deswegen hoffe ich noch, dass eine Runde gleich die Strecke nass bleibt. Komm, ich muss die lange gerade hinter mich haben. Schaut nicht ganz hin, bevor die in die Kurve gehen. Was ein so ein roter Spoiler das Rennen nochmal wieder ganz interessant gestaltet, du. Naja. Drecksau. Ist heftig. Alter, komm rum. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Halt an. Dreh um. Zieh ran. Zieh durch. Jawohl. Boah, scheiß die Wand an, ey. Oh, da hat's einen geledert. Ja, Safety Car, komm raus. Nee, bitte nicht. Wäre schlecht für dich und wäre schlecht für mich. Oh, dann fahre ich halt hierher. Wieder mal. Tu dir nur nicht zu viele Strafen einfangen. Ich bin jetzt. Komm rum, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Was hast du für Bremsen, ey? Du versaust mir alles, ey. Zieh rum. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ja, ich hoffe, dass ich. Komm, wo ja, Junge, Alter, what, das war knapp. Konzentrier dich. Zwei Runden noch. Warum bin ich hier langsam, Alter? Mit 250, ey. Da mir geht die Zeit davon, das ist super. Ich habe Angst, dass die Strecke gleich so trocken ist, dass wir nicht mehr vorwärts kommen. Aber die anderen haben das Problem ja auch.
Eieieiei. Mein Vorsprung geht voll für die Penunsen, ey. Ja, es ist ja egal, solange das... Oh, wird immer schlimmer. Die Reifen sind auch schon bei 55, sind schon gelb. Eieiei. Oh, bei mir auch, jo. Ja, komm, sind nur noch zwei Runden. Also eineinhalb. Und Vorsprung hast du noch genug. Der wird aber drastisch weniger. Was geht? Noch ist die Strecke nass oder beziehungsweise feucht. Ja, nass ist sie ja nicht mehr. Das kann man ja leider nicht mehr sagen. Aber das Feucht hat mir so gut gefallen. Uiuiuiui. Boah. Da konnte ich den Zuschauern auf der Tribüne schon guten Tag sagen bei der Kurve da gerade. So weit außen trägt mich das weg. Ja, ich sag ja, musst du ein bisschen kämpfen jetzt, dann passt das schon. So, letzte Runde. Jo, und sofort versau ich die Kurve. Na, ist jetzt eh egal. Für uns ist eh nur die Devise, Hauptsache heil ankommen. Na komm schon! Tritt auf Lumpi, ey! Plus 7 habe ich jetzt hier gehabt, also der Abstand wird weniger. Aber könnte Glück haben, dass das... Ja, das reicht. Mal guck mal, die kommen jetzt erst da um die Kurve und du bist schon auf der langen Geraden, das von daher... Ja, man merkt, die Reifen, die kämpfen schon mit sich selber. Über 60% an Reifen. Aber dafür halten die sich echt noch gut, muss ich zugeben. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Ja, stellt schon mal den Champagner kalt. Ab geht's. Boah, Hölle ist vorbei. Krass. Dann warten wir jetzt noch auf den Virus, dass der auch noch gut ins Ziel kommt hier. Da kommt er. Na komm rum. Yay! Wieder mal ein Doppelsieg für uns. Der zweite. Meine ich zumindest, ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, ja, sehr ja. Schön. Oh, ein seltenes Gesicht mit auf dem Treppchen. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Zweimal Daniel auf dem Treppchen, auch nicht schlecht. Sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Ja, wenn das so weitergeht, dann kann man die Meisterschaft schon eintüten. Mit Ach und Krach noch eben reingeschafft, ey. Oh, Hauptsache rein, du. So, gucken wir uns das mal an eben.
Ja gut, ne? Bis auf deine Dings ist alles gut gelaufen. Den Rest brauchen wir uns noch nicht reinzugucken. Ich würde sagen, meine lieben Freunde, das war's mal wieder von einem regenreichen Rennen. Wir sehen uns beim nächsten Rennen wieder. Haut's rein, macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.